Und in der heutigen Folge... Hat der eine Hose an? What the fuck? Was denn? Bye, Bitch! Die Hacketwälder. Nachtgebet. Betet ihr? Habt ihr immer eure schönen Nachtgebete, ja? Da wird auch nichts passiert. Sonst lauft ihr noch im Wald so rum wie der arme Kerl. Nackig. Fuck. So laufe ich auch durch den Wald, ganz ehrlich. Oh. Könnt ihr echt kotzen. Ganz ehrlich, ich bin die Prinzessin. Jakob. Emma, bist du das? Wie so, richtig so. Yo. What was that? Okay, das war's. Schön, gut. Haben wir das auch geklärt. Mit dem Jakob unterwegs. Ganz schön schmutzig. Mein Freund. Wie ist er denn so schmutzig geworden? So am Rücken vor allem. Vorne kann ich es nachvollziehen, aber hinten? Not really. So, er ist jetzt... Okay, ich dachte, da war was. Hallo. Ja, wir wollen nur schauen, wo ist er denn jetzt? Der Jakob. Der ist jetzt auf der gleichen Insel? Nicht? Wie, wo ist er denn? Der gute Mann? Baumhaus? September? Nein? Ich dachte, er ist auf der Insel jetzt. Weil die... Hä? Wo ist er denn? Sieht doch aus... Hä? Was? Ich dachte, er ist die Emma suchen gegangen. Und die ist hier... Ah nee, warte. Das ist der Fluss, oder was? Ja, ich glaube, das ist der Fluss. Okay, das ist also bei den Wäldern dort. Was ist da? Puh, da will man echt nicht fallen. Hoffen wir, dass wir es nicht tun. Schönes Wasser. Ja, sehr hübsch. Hoffen wir, dass wir es schaffen zu überleben. Das ist ja immer die große Frage in diesem Spiel. Vor allem, wenn er so, schon so ominös sagt, so, oh, hoffentlich, da will Mensch echt nicht fallen, dann ist es so, Was? Sehr merkwürdig. Was? Mist, verdammt. Das Gitarrensolo, was war denn das jetzt? Ein merkwürdiges Gitarren-Solo? Was ist... Ach so, ein Fußabdruck. Ah. Er ist so draufgetreten wie auf diese... Kennt ihr diese Pianos? Die gibt's so manchmal in Parks oder sowas. Wo du dann draufspringst auf die Taste und die macht das Geräusch. Oder Wasser spritzt so hoch raus aus dem. Ich dachte so, er macht jetzt sowas, weil das Gitarren-Solo hat angefangen, nachdem er draufgetreten ist. Ich bin so... Ach, Jakob. Der gute Mann. Aber das Armband hat er noch. Speicherkarte. Das Armband hat er noch von ihr. Wow, die Speicherkarte in einer kaputten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren ging. Oh, vielleicht kann man die Speicherkarte irgendwie anschauen. Wenn er sie mitnimmt. Keine Ahnung. Da ist bestimmt was Spannendes drauf. Vielleicht ist da ja was drauf. Danke. Danke. Ja. Nimm mir die Arbeit ab. Ich muss doch was zu erzählen haben, Jakob, für die Leute. Sonst bin ich doch obsolet. Okay, Kamera. Cool. War das gerade nur das Holz, oder? Da knarrt es. Warte mal kurz. Kann ich auf der Kamera, sage ich, auf der Karte. Ich möchte sehen, wo der gute Mann ist. Das blendet sich immer so langsam ein. Hallo? Bootshaus? Wo bist du denn? Der Radioschuppen? Poolhaus. Okay, also die alle sind beim Poolhaus und den Jakob haben wir verloren. Wieso? Ist das gerade einfach, ja, wir wissen nicht, wo er ist. Das ist. Aber rein theoretisch, das war ja der Fluss. Oder vielleicht, keine Ahnung. Okay, gut. Wollen wir nicht. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist okay. Hätte mich nur interessiert, aber offensichtlich wollen sie, dass das Ganze ein kleines Geheimnis bleibt. Mit den Boxershorts geht er ganz langsam die Treppe runter.
Die Treppen können sie nur ganz langsam runtergehen. Ich kann da überhaupt nichts machen. Ah, die Gerechtigkeit. Mein Hund? Was will mein Hund? Die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit! Auge um Auge. Nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Ursache und Wirkung, Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Mein Hund ist so richtig süß, ja, weil der merkt halt, wenn ich distressed bin in solchen Spielen, natürlich, weil ich tänze, ich werde ganz nervös und alles und dann, vor allem dann schreie ich auch teilweise herum und er ist so richtig niedlich, er kommt dann halt und ist so, oh my god, you okay? Er ist so ursüß, aber das Schlimme ist, ich kann nicht in Ruhe editen, wenn er da ist, weil meine Schreie tendieren dazu, etwas lauter zu sein. Und dann versuche ich, die Schreie halt irgendwie runterzudrehen vom Sound her. Also edite ich das, ja, und habe halt die Sounds, schneide ich dann teilweise einzeln raus und dann höre ich mir immer wieder die gleiche Stelle an. Logischerweise, damit ich checken kann, passt das jetzt so? Und dann bin ich so, da muss noch ein bisschen leiser, da muss ich ein bisschen lauter, in der Übergang, keine Ahnung. Was ist hier? Ich laufe nicht. Ich setze so die Sonnenbrille auf. The Wizard of Waverly Place, das ist so, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das setze ich so, ich renne nicht. Aber ja, dann höre ich mal immer wieder die gleiche Stelle an, wo ich schreie oder nervös bin. Und mein Hund kommt jedes Mal hin und ist so, oh mein Gott, geht es dir gut? Du existierst ja hier. Verdammter Scheiß. Yeah, Lady. Erschrocken, mein Herz. Freund. Erschrocken. Oh, fuck. Mein Herz. Wieso hat sie sich erschreckt? Ich meine, du hast sie noch gesehen von hinten. Du hast doch... What the fuck? Was zur Hölle ist hier los? Keine Ahnung. So ein... Bär hat mich, ich dachte, wir sind auf der Insel, wo du warst, weil er dorthin ist. Aber offensichtlich nicht, weil sie ist ja von der Insel rübergejumpt irgendwie. Wann? Warum? Vor allem, sie schaut immer noch urgut aus, dafür, dass sie angegriffen worden ist. Kein Schweiß, kein verschmiertes Make-up, nichts. Das ist entweder extrem krasses Make-up. Was war da mit Emma? Oder ich habe keine Ahnung, sie ist einfach... Das war wie aus einem Horrorfilm. Digga, das Ding schaut so abgefuckt aus, Jacob. Es war I'm scared. Ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Ja, so schauen Bären aus. So ein... Das stimmt. Kein Skalp hat der Bär mehr, wenn dann überhaupt. Jäger herum, was für eine Party. Das also ich Party. Hab... I have a blast. Ja, zum Glück nicht meins. Ja, Hab ich was getrunken. Irgendwie ziemlich streng. Er hat es so voll im Mund bekommen, so... Okay. Entschuldigung, das ist meine okay, Männlichkeit. Wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, so rude. Du musst dich echt nicht immer wieder das größte Arschloch aufführen. Ach ja, das sagt gerade die richtige gute Dame. Ich versuche uns zu retten. Entschuldigung. Shit, okay, weißt du was? Ist gut. Okay, hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, what the fuck? Hey, ganz im Ernst. Was zum Scheiß ist los mit dir? Es stört sie, wenn ich nett bin? Es stört sie, wenn ich scheiße bin? Weißt du was? Ich zeig dir gleich den Mittelfinger. Ha! Do you hear the people sing? Schreck mir doch nicht so, Lady. Das geht doch nicht. Dann. Vor allem die Hose, die sie anhat, passt ja überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja hier kein Fashion-Konzert, natürlich. Aber es ist ja keine Modenschau. Aber trotzdem. Wow. Hat der eine Hose an? What the fuck? Was denn? Ha! Bye, Bitch. Da ist die Augen leuchten rot. Einfach nur so, sorry. Can't do anything. Tja, hätten wir mal die Waffe, ne? Rennen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Lauf. X. Hui! Ha! Was war das? Oh Gott! Ist da hier ein Kult auch noch im Wald unterwegs? Neben den Jägern kommt auch noch so ein Kult daher. Oh, unvorstellbar! Aus Resident Evil 4. Oh Mann. Das sind ganz schön viele Bärenfallen. Pass nur auf, mein Freund. Vielleicht hätten wir nicht reintreten. Digga, hinter dir! Scheiße! Fuck! Scheiße!
Genau! Das haben wir gesehen in der Kristallkugel. Los, Eisen, rausziehen. Was soll ich rausziehen? Was ist los, Eisen und rausziehen? Was soll ich rausziehen? Oh, ich hätte vielleicht Loseisen nehmen sollen. Ah, oh, ich habe nach rechts gedrückt. I never saw this. Oh, wow. Ja, und jetzt? Ist das Spiel vorbei? Ah, Pause. Jacob ist gestorben. Möchtest du... Ja. Alter. Er fällt vornüber. Scheiße, Jakob. Dass du mir antust. Du Witziger. Oh. Oh ja, jetzt schafft er den Push-Up, Digga. So eine Verarsche. Ich weiß ja nicht, was das heißt, Loseisen und ziehen. Wahrscheinlich ist Loseisen gescheiter. Ich weiß es nicht. Weißt du, Bro, so. Das war jetzt unhöflich. Sie hätten ja erstmal guten Tag sagen können, mein guter Freund. Ich habe nicht erwartet, dass der gute Mann den Knüppel benutzt sofort. Ich dachte, vielleicht kommt er daher und ist so, na, wir haben ein paar Probleme. Batsch! Das vielleicht. Aber der... Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube. Gehört sie zu dir? Mitfühlend, alles klar. Sollen wir was tun? Ja, lass uns vernünftig sein. Ich, Sollten wir etwas tun? Keine Ahnung. Sie ist tot. Sie mal aus dem Wasser rausfischen. Ja, ich meine, weißt du, das schaut so ein bisschen, die dünnst ja auf, wenn du die drin lässt. Das wird so ein Schwamm. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Ich dachte, sie ist tot. Kaylee. Ich meine, sie ist jetzt tot, ja. Aber. Dachte ich auch. Ja, es ist mir ziemlich egal, muss ich sagen. Ich kenne sie ja nicht, also. Nick! Please stop. Gott. Nick. Einschreiten. Ja? Alles klar, Kumpel? Moment. Ein bisschen am Riemen. Fick dich. There's a dead person in the pool. Okay, ich verstehe, dass du gleich hier auf dem Boden. Aber, Junge. Nick, was ist. Ich will dich schmecken. Komm her. Nick, was soll das? Digga! Wenn du Synchronsprecher bist und so einen Scheiß sagen musst. Wie fühlt man sich dabei? So, ich will dich schmecken. Can we not? Like, es ist so bescheuert. Oh Gott, er ist die Hexe aus dem Osten. Alles okay? Ich schmelze! Abby trösten, Nick helfen. Ja, hilf mal dem guten Mann. Abby trösten. So, ich glaube, sie versteht's, wenn wir jetzt die Hand reichen, dem guten Mann, der da drin im Pool die Krise seines Lebens hat. Was hab ich getan? Ey, weiß es nicht. Vielleicht ist er allergisch auf Wasser. Oder Blut. Ich hab keine Ahnung, Dude. Er ist so kalt. So anstupst mit so einem Stock. Bringen wir ihn in den Pool. Ist sie okay? Ja, so seid ihr noch gar nicht im Pool aus. Die Karte hat gelogen. Okay, das war die Szene, immerhin. Ja, ich bin's. Fuck. Tut mir leid. Ich frag mich ja, die Emma ist runtergefallen und der Jacob war nur so, sorry, und ist weitergelaufen. Ob die, diese Typen, die im Wald rumrennen, diese Jäger, auch sie erwischt haben. Oder ob die noch frei rumläuft. Weil, wie gesagt, sie ist beim allerersten Mal, wie ich gespielt habe, gestorben. Das ist noch der Rest von der da hat der Jakob sie überhaupt nicht getroffen und alles. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Oh, cool. Haufen Medis reinhauen. Passt schon. Bullet Time aktivieren. Ja. Max Payne Style, alles cool. Muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann.
Ich glaube, wir müssen gar nichts erklären. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt mal überleben. Der Jakob hat schon eins vorbei. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Okay. Sure. Alles okay bei dir, Abby? Ich weiß nicht, das dunkelt so gegen die... Du was findest, dass es Nick bequemer macht. Gegen die Rohre. Was es für ihn bequemer macht? Was ist mit mir und meinen Gefühlen, London? Ah! Meine Gefühle sind auch wichtig. Naja. So, ich gehe schnurstracks auf die Hinweise und alles zu. Weil, Camper-Foto. Weil ich habe ein Trauma davon getragen, von dem, wo wir es einmal übersehen haben. Und da musste ich diese ganzen Stunden widerspielen. Und jetzt ist es Kapitel 6. Ja, möchte ich am liebsten nicht übersehen. Naja, hoffen wir, dass das, hoffen wir es aufs Beste. Camper-Foto. Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern, Caleb und Kaylee. Ja, also für ihn sind diese zwei offenbar sehr wichtig. Mir sind sie ziemlich Banane. Was ich sagen wollte, nicht lügen, ist mein Hund halt, geht mir richtig auf den Sack. Weil er halt merkt, wie nervös ich bin, wenn ich sowas spiele. Und dann geht er mir die ganze Zeit auf die Nerven. Und ich bin normalerweise so, dass ich, wenn ich edite, ja, dann habe ich keine Kopfhörer auf. Weil ich bin kein Kopfhörer-Trag-Mensch. Ich mag die nicht gerne. Sondern ich habe es halt immer per Lautsprecher, weil ich schaue meine ganzen Videos auch immer mit Lautsprecher. Und deswegen bin ich so, ich mache das auf die Lautstärke, wie es für mich halt wäre. Und dadurch hört er halt alles. Und wenn du 50 Mal die gleiche Szene abspielen möchtest, um zu checken, ob der Schrei zu laut ist oder das, dann geht es dir irgendwann auf die Nerven. So lieb es auch ist. Die ganze Zeit sage ich ihm so, bitte, alles ist in Ordnung. Relax, Bro, relax. Er ist jetzt auch wieder da und geht mir am Sack. Unheimliche Zeichnung. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Was? Okay. Aber das ist nur die Zeichnung, weil Brian so ein bisschen die Geschichte erzählt hat, gell? Den Kindern am Lagerfeuer, oder? Ausgelöste Bärenfalte. Wenn die hier für die Kreatur gedacht war, die den Radioschuppen angegriffen hat, war sie womöglich nicht sehr hilfreich. Das Ding war schnell. Ja, aber wir haben die doch ausgelöst, bevor wir zum Radioschuppen gegangen sind. Oder? Bin ich jetzt... Wir haben die doch ausgelöst, bevor wir zum Radioschuppen gegangen sind. Das heißt, ob da... Ich meine, das Ding kann natürlich schon vorher dort gewesen sein, rein theoretisch beim Schuppen, weil die Kratzspuren zu sehen waren am Schuppen dran. Aber du weißt ja nicht, ob das Ding nicht dort war, dann abgehauen ist zurück in die Wälder, weißt du? Und dann wieder zurückgekommen ist über den Weg, wo diese ausgelöste Falle war. Von daher, du kannst... Ach, egal. Ich denke vielleicht zu viel drüber nach, aber... Wahrscheinlich dient das Verbotsschild weniger dazu, die Kämpfer zu schützen, als zu verhindern, dass die Leiche im Wasser gefunden wird. Ja, danke, das so schlau bin ich auch gewesen. Kaylee ist tot. Sie mögen einmal glücklich gewesen sein. Aber jetzt ist alles anders. Okay. Sonst noch was? North Kill Gazette? Die Leiche im See könnte eine der vermissten Wanderer sein. Offenbar hat jemand versucht, sie zu verstecken. Ah ja. Stimmt. Ich habe ja angenommen, also ich habe gesagt, so, es könnte ja Max oder Laura sein, die wir am Anfang gespielt haben. Aber ich, ja, es macht mehr Sinn, wenn es einer der Wanderer ist. Weil die Jacke, die der Typ getragen hat im Wasser. War so anders hier, vor nur 12 Stunden. Ja, es ist so verrückt, wie, weißt du, bei solchen Katastrophenfilmen und sowas, denke ich mir auch immer, wenn uns das passieren würde, ja, oder auch wenn du jetzt so die Zeit Corona nimmst, ja, musst du dir denken, es war, ein Tag davor war noch gar nichts. Du bist den Tag davor, bevor das Ganze rausgekommen ist und sowas, ja, bist du zur Schule gegangen oder, keine Ahnung, hast getanzt und keine Ahnung was, ja, und am nächsten Tag auf einmal 2 Jahre vorbei, wie nix.
alle in Quarantäne und sowas. Das ist total verrückt, wie schnell das geht. Das sind tolle Duschen übrigens. Warum kann ich in alle Duschen reingehen? Aha, da ist es. Der Mond. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Geh geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Die List, naja. Hallo? Ja, du darfst aus der Dusche raus. Haben wir dann noch etwas in der letzten vielleicht? Oh, nein. Das sind große Duschen. Falls das Duschen sind, ich nehme es nur an. Ich weiß es ja nicht. Ich würde es nicht sagen. Mann. Haben wir hier noch irgendetwas Wichtiges? Ja, irgendwas Fantastisches? Hallo, meine Freunde. Ich stehe hier im Kreis. Betet mich an. Oh, that's why you're the genius. That's why you're the genius. Kann ich mit ihm reden? Reden wir mal mit ihm? Keine Ahnung. Hier, schön warm. Ja. Okay. Stirb nicht, okay? Du packst das. Okay. Hey. Hey, ja. Yeah. Ja, er hat irgendwas Seltsames. No shit. Er ist echt krank. Und ich habe nur eine Hand. Das ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nur im Wasser. Nicht? Schon. Ich glaube, der ist high. Wir können auf nichts auf Dylan verlassen im Moment. Der ist weg von den Schmerztabletten. Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Huh. This is not good. Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Er ist ziemlich scharf auf sie im Moment. Ist das nicht ein Tollwut-Symptom? Wirklich? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Nicht jede Katze, aber viele. Viele sind so, ja. Ja, das ist ein schöner Hintern. Danke. Abby? Nein. Ich wollte mich eigentlich noch umschauen. Ich wollte aber auch nicht verpassen, was bei dir los ist. Also hätte ich vielleicht noch nach hinten schauen müssen. Naja. Ich weiß nicht, was das werden soll. Nick. Bitte, ich sag nicht. Ist das wirklich der beste Moment für diese Unterhaltung? Ich fand unsere naja, vielleicht schon, weil es für ihn so ist. Ich glaube, ich sterbe. So ein... Ist so... Was? So ein Schlag ins Gesicht. Okay. Hätte ich vielleicht das andere sagen sollen? Ich weiß nicht, das wirkte so unhöflich. Was? Oh mein Gott. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Was stimmt denn nicht mit dir? Du bist anders. I'm scared. Du bist anders. Nein. Du bist anders als die anderen. Aber nicht im positiven Sinn gerade. Nur der Fick dich, Nick. Was? Was? Wir haben noch nicht einmal miteinander geschlafen, also... Selbst jetzt, Abby. Selbst jetzt bin ich dir egal. Okay. Ich. Klar. Ich. Ich glaube, es ist egal, was du sagst. Er wird es negativ auffassen. Also sag einfach, okay. Ich bin die Letzte, was? Dummerchen, Abby. Stopp. Du bist echt unhöflich. Leichte Beute. What the fuck? Mein Opferlamm. What is wrong with you? Das bist nicht du. Ich. Ah! Alter, der Synchronsprecher, ich würde mir so lächerlich vorkommen im Synchronstudio. Da hinten geht mein Hund weg, okay. Der hat genug von der Geschichte. Alter, hat die nicht ein paar Rippen gebrochen oder sowas? Das muss doch arsch wehtun. Nee. Hallo. What is happening? I'm so confused.
Oh Gott. I'm not ready. Ab ins Herz. Er wird's überleben. Es ist in Ordnung. Er ist in okay. Ihm geht's gut. Keine Angst. Es ist alles in Ordnung. Ja, alles gut. Ich will nur mich selbst beruhigen, nicht euch. Nein. Oh Gott, der muss aufs Klo. Er muss echt hart. Oh. Aber die Hosen hat er noch an. Jo, Jesus. Okay, er ist abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Das war komisch. Schach? Oh. Oh. Also Emma, geht's gut? Wo ist die jetzt? Die ist runtergefallen? Und jetzt steht sie hier. Wo sind die anderen hin? Ach so, die ist jetzt da, wo wir uns... Ah, ja, 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 ja. Natürlich. Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich... In die Lodge zurück? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. In die Lodge. Mein Hirn, Dude. Ich bin sehr schlau. Was ist das für Musik? So komisch radiostatisches Zeug. Ganz merkwürdig. Das Wichtigste zuerst. Ryans Gruselmärchen. Ah. Oh. Ich wusste gar nicht, dass sie dem Kid solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Ach, bitte. Das macht die nur stärker. So ein bisschen sich zu gruseln ist was Gutes. Darfst du es nur nicht übertreiben? Ich meine, ich würde jetzt kein Kind vor einen Horrorfilm setzen, aber weißt du, ab einem gewissen Alter, da muss schon ein bisschen, so kreatives Gruseln ist immer gut, ja. The Labyrinth, was ist da noch? The Dark Crystal, der dunkle Kristall, ist auch geil. Oder Die Rückkehr nach Oz. Ich habe den Film geliebt als Kind. Ich fand ihn gut, hat mir Angst gemacht, aber ich fand ihn großartig. So, Brief eines Kindes. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und den Brief nicht abgeschickt. Gruselstories sind eben einfach nur erfunden. Dieser Brief passt zur Zeichnung im Poolhaus. Ah ja, du siehst da, ist abgerissen. Aber wieso wurde er zerrissen? Vielleicht ist an der Gruselstory doch etwas Wahres dran. Wieso ist er zerrissen? Und warum liegt die eine Hälfte im Spind beim Pool und die andere hier beim Zelt? Hä? Das ist komisch. Diese Zeichnung passt zu dem Brief an der Feuerstelle. Kinder haben wirklich gruselige Fantasien. Aber sehr gute Zeichnung. Also ich habe nicht so zeichnen können als Kind. Ich kann es bis heute nicht. Also Text nimmt. Hi Mom! Liebe Mama, das Camp ist echt super. Mr. Hackett bringt uns total viel über die Natur bei und wie Mensch im Wald sicher ist. Mein Freund Josh sagt, er hat im Wald den Geist einer Frau gesehen. Ich glaube, er hat sich das nur ausgedacht, weil er mir Angst machen will. Hab trotzdem ein Bild von ihr gemalt. Aber von... Bist du Polizeizeichner oder sowas? Wenn du sie nicht gesehen hast, also wie kannst du das dann zeichnen? Sie sieht echt wütend aus, aber ich glaube, manchmal benehmen Menschen sich nur wütend, weil sie traurig sind. Ja. Ja. Ich kenne die Story des Spiels, deswegen ist das so... How did they know? Morgen geht es zum Segeln auf den See. Ich freue mich schon voll. Es war kein Spoiler. Liebe Grüße von Rowan. Rowan. Das ist ein cooler Name. Rowan? Rowan ist ein geiler Name. Hey, Rowan. Hat dann doch nicht abgeschickt den Brief, okay. Ah. Nur eins übrig. Firecracker. Funktionieren die überhaupt? Die sind im Nassen gelegen, also von daher.
bin ich mir da nicht so sicher. Das Feuerwerkzeug, das könnte uns dann vielleicht helfen. Irgendwas noch. Hier, wenn du hier so schaust, da aufs Meer hinaus. Auf den See eigentlich. Es ist ja kein Meer, es ist ja Süßwasser. Ach Gottchen. Das Feuer brennt aber ordentlich immer noch. Ich meine, wie lange ist das jetzt her, dass wir hier waren? Vielleicht eine Stunde. Wie lange brennt ein Feuer normalerweise? So ein Lagerfeuer? Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-R, Lagerfeuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Hier ist es übrigens nicht sicher. Ja, Wo gehöre ich denn hin? Verdammt, da? Wahrscheinlich, oder? So ein auffallender Weg. Sie rennt so langsam, Mädel, beweg dich. Haben die da geschossen? Ah, ja, gucke mal, da sind wir gewesen und haben herumgeschossen. Mit unserem... Okay, wo sind die Peanut Butter Cops, Dings, Bobs? Na, die Chips halt. Wo sind sie? Digga, lauf doch ein bisschen. Ich drück L1. Oh. Nein. Wie schrecklich. Ich bin schon so emotional am Ende. Sie springt da durchs Bild, okay? Nein, es ist einfach nicht gruselig im Moment. Es ist so, ja, komm, Mädchen, weiter. Lauf! Sind das... Nein, okay. Ich dachte, es sind Pilze. Aber nicht... Ah, oh, da ist der Jakob gehangen. Kurze Frage, ja? Warte, hallo? Geh weiter, bitte. Okay, der Jakob ist ja festgehangen. Dann hat ihm der Typ geholfen. Er hat ihn runtergelassen. Dieser Typ, der sich den Finger abgeschossen hat. Und dann ist der Jakob in die Falle getappt. Und, keine Ahnung. Dann hat ihn der Typ niedergeschlagen. Ich bin etwas verwirrt. Ich dachte, die arbeiten zusammen. Sprechen die nicht untereinander und sind so, ja, der eine ist cool oder so, lass ihn laufen, keine Ahnung. Und, weiß ich nicht. Bobby, nicht, lass es sein. Nur ein bisschen. Du weißt, was dann passiert. Was ist... Was? Oh, sie haben einen! Ich hab das noch nie gemacht, Pa. Also, die sind Vater und Sohn? Und... Was ist... Oh, oh... Ha! Weglaufen. Nein. Diese Scheiß-Kids. Sohn, was? Mein Hund. Er ist natürlich mein Hund, bellt genau in dem Moment. Hey. Wehr dich nicht. Los, die Spritze. Wieso werden die ganzen Frauen hier betäubt? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Deine Finger von mir. I'm acting. Das war so langsam. Okay. Irgendwie bewegen wir uns alle sehr langsam gerade. Was ist hier los? Die Untertitel, ich bin nicht schuld, darf. Die sind... Runter, runter, okay. Die Untertitel sind nicht gut. They didn't do shit. Why did she do that? Wieso hat sie das getan? Sie haben nichts gemacht. Sie haben sie sogar weglaufen lassen. I'm so confused. Hier ist es nicht sicher. No shit, Sherlock. Warte, das hat Jakob schon gesagt. Und jetzt?
Wir können uns doch überhaupt nicht verteidigen gegen diese Dinger, die jetzt rumlaufen. Ich habe den einzigen Feuerwerkskörper weggeworfen. Abby? I didn't know. Ich bin das nicht gewohnt. Ich kenne den Teil nicht mit ihr. Ryan? Ryan! Ich glaube, Loseisen. Ich bin immer noch so hung up. Ja. Ich denke immer noch über die Bärenfalle nach. Und ich glaube, Loseisen haben sie gemeint, dass du sie öffnest. Scheiße! Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hätte, aber natürlich hätte ich sie... Nee, das hätte ich gemacht, wenn ich in der Situation gewesen wäre, aber jetzt sitzt so das Ding so im Hintergrund, was so auf dem Rücksitz so, hallo? Berührt so die Schulter. Der Pool leuchtet ganz merkwürdig blau. Da ist zu viel Chlor drin. Er ist tot. Nee, he's fine. He's okay. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Er ist aber so, hui, davongesprungen. Ich stelle mir das so vor. Ich verstehe das nicht. Abby. Wieso? Irgendwer. Das kann... Batman. Hui. Kann man nicht wissen. Man, Bat. Nein. Nein, weißt Nein. du nicht? Was laberst du? Doch, du oder er. Und das war definitiv nicht er. Das Ding ist... Mann, was für ein Scheiß. Wenn du nicht auf ihn schießt, glaube ich, dann stirbt die Abigail, weil er dann halt auf sie zuspringt und sie tötet. Und dann haut er, glaube ich, ab. Wer ist da? Wer mal vorstellen vielleicht? Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein, hier ist es gefährlich. Das ist die Dame, die wir am Anfang gespielt haben. Da nämlich Menschen. Das sind Laura keine Menschen. Dylan is, wait a second, I heard that name. Das ist die, die nie aufgetaucht ist. Du warst doch vorgesehen für, es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser, wie ich frag mich, ob du das ja, auch ja, genau. Bekommst Mr. du das? Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Immer? Ich überlege gerade, weil ich glaube, wir, er findet das automatisch, glaube ich, diesen okay. Hinweis. Wenn er sich auf den Stuhl setzt, langsam, dann findet er dieses die Hände hoch, okay? Dingens. Okay. Dieses Verzeichnis, wo die Namen drin stehen. Na, du schaust aber gesund aus, Lady. Jetzt kommen wir zur nächsten gesunden Dame. Alle sind verrückt. Da wir wieder. Komatost. Du und ich. Ach, da wird mir ganz warm, wenn du so redest, Schatz. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Ich weiß nicht. Ich meine, ja. Gerechtigkeit. Die Frau schaut immer aus, als würde sie gleich einschlafen. Die ist so gelangweilt von allem, was passiert. Sondern ich nehme sie nicht übel. Auf dem Sinne von Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein. Und ist das Grammophon da hinten? Ich glaube, das heißt Grammophon, oder? Kippt. Ist so schön. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen habe. Das ist ein hübsches Grammophon. Das hört sich ja anders an, wenn du darauf Schallplatten abspielst. Nutze deine Furcht. Als wenn du mit Lautsprechern und sowas, hört sich immer anders an. Ist immer ganz spannend. Unterschiedliche Musik, Qualität von den verschiedensten Lautsprechern und Geräten. Weil wenn du Kassetten abspielst oder CDs, hört sich es auch wieder anders an, als wenn du vom Handy per Kopfhörer oder per Lautsprecher und sowas. Also, ist immer ganz spannend. Wähle ich jetzt aus. Der Mond oder die Gerechtigkeit? Ja, der Mond ist doch ganz nett. Das hat so ausgeschaut, als hätte der eine den Nacken so komplett gedreht. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend?
Einer hat schon erwischt. Ich dachte, ich habe ihn gerettet. Ist er tot? Nein, dann hätte mich ja gefragt, glaube ich. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!